Hotel Banana City Winterthur. Für einen guten Start in den Tag. Täglich mit einem feinen Morgenbuffet und einem Brunch am Sonntag. Auf die Frage, wie schnell fliegen ihr eigentlich, habe ich eine ziemlich eindrückliche Antwort bekommen, nämlich 1000. Ich freue mich sehr, dass zwei Piloten von der Patrouille Suisse heute bei mir sind. Zum einen der Nils Hämmerli, der Kommandant, und der Gunnar Janssen, der Leader, oder darf ich schon sagen, ehemaliger Leader, oder? Das darfst du, ja. Das Lauberhorn ist dein letzte, wie sagt man das? Ich kann nicht sagen Rennen, sondern deine letzte Flugshow. Ja, es war meine letzte Vorführung. Nach 10 Jahren in diesem Team ist für mich irgendwann der Tag gekommen, wo es fertig ist und ich das Team verlassen. Und es ist jemand Neues ins Team reingekommen, das jung ist und dynamisch, sage ich mal. Okay, jetzt müssen wir mal, oder darf man fragen, wie alt das denn du bist? Weil du siehst jetzt auch nicht gerade so alt aus. Wie lange kann man das machen? Ja, also ich bin 36 und hätte wahrscheinlich schon auch noch 2-3 Jahre können machen jetzt. Von mir aus, ich mache sie auch extrem gerne, muss ich sagen. Nimm ja. Es hat ein Tränen zu Auge dabei gehabt bei dem Abschied. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man eine gewisse Teamstruktur behalten kann und auch gewisse Wechsel stattfinden, dass eben junge Leute das machen können. Und ja, in dem Sinne ist dann am Lauberhornrennen letztes Wochenende der Tag gekommen, wo meine letzte Vorführung da war. Und wie fühlt es sich so, jetzt so ein paar Tage nachher? Eigentlich nicht viel anders, weil ich habe schon wieder das Kombi an. Also ich habe Badge wieder anlegen, ich habe das Kombi noch mal anlegen, um heute bei dir zu sein und habe mich ein bisschen gefreut, dass ich das noch mal darf. Das ist doch ein schöner Abschluss. Das ist eigentlich jetzt der offizielle Abschluss, oder können wir es ja so sehen? Genau, wenn ich heute Abend das Kombi abziehe, dann lege ich es sicher nicht mehr an. Ah, das macht mich schon fast ein bisschen sentimental. Wie ist das für dich, Nils, wenn du so lange mit Menschen so nah zusammen schaffst und dann gehen sie einfach so ein bisschen aus deinem Team? Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe sehr gerne mit dem Gandalf zusammengearbeitet. Er hat mich immer optimal unterstützt und ich glaube, wir haben das super zusammen gemacht. Und ja, es ist eine lange Zeit, die 10 Jahre. So lange habe ich ihn gar nicht erlebt in der Patrouille Suisse. Ich bin erst seit 4 Jahren hinter mir als Kommandant. Und ja, es tut ein bisschen weh, ihn quasi wieder in den Armeestab raus zu entlassen. Aber, ich glaube, wir laufen uns in Lieberdorf gleich noch über den Weg. Ihr seid in Wengen schon zum 10. Mal jetzt mit dabei gewesen und ihr seid wieder mit der Swiss geflogen. Was bedeutet das für euch, wenn Patrouille Suisse mit so einem grossen Personenflugzeug unterwegs ist? Was heisst das? Für uns ist sicher Wengen ist ein Highlight. In dieser Kulisse zum Fliegen, das ist einzigartig in den Schweizer Bergen. Und dann, wenn natürlich noch so ein grosser Airliner dabei ist, dann macht das auch für uns ein bisschen spezieller. Und wir hatten eine relativ lange Vorbereitung. Wir sind auch mit den Swiss-Piloten das Gelände zuerst anschauen. Einfach, dass wir uns ein bisschen aneinander gewöhnen können. Wir sind das im Flugsimulator noch zusammen anschauen. Und das braucht mehr Vorbereitung, als wenn wir allein fliegen. Aber nachher in der Luft ist es schon auch für uns etwas Spezielles, wenn man natürlich so einen grossen Flüger vor einem hat, der in diesen Bergen sein Programm abfliegt. Das ist schön, ja, darf man sagen. Auch für euch, die so nah dran sind. Die Swiss die fliegt ja viel langsamer als ihr. Also eben, wir haben es jetzt am Anfang gehört, ihr fliegt 1000. wie ist das von der Geschwindigkeit her, rein technisch? Ja, machbar ist es natürlich problemlos. Für uns ist es schon eine langsame Fliegerei, sage ich einmal, weil wir sonst definitiv schneller sind. Was man aber nicht weiss und wo man glaube ich, ehrlich zugeben darf, ist so ein Linienflugzeug, wenn das leer ist und keine Passagiere und Gepäck drin hat, hat das sehr viel Leistung. Und wir haben also zwischendrin während der Vorführung auch müssen am Swiss-Pilot sagen, jetzt dürfen wir dann nicht mehr viel mehr Gas geben, sonst mögen wir dann nicht mehr mit unserer Formation. Weil einfach, wenn der Flieger so leicht ist, hat er sehr, sehr viel Leistung. Und es ist zwar langsam, aber steigen und Kurven machen kann ja der Flieger, wie man gesehen hat, sehr gut, auch in den Bergen. Du warst der Leader bei der Patrouille Suisse, das heisst, du bist immer vorne geflogen und du bist der Kommandant und du bist am Boden. Was ist genau deine Aufgabe?
Es hat seit dem Anfang eigentlich, wir sind gegründet worden im 55. Nachher etwa in den späten 80er Jahren hat man dann angefangen, dass eigentlich auch immer jemand am Boden steht. Und der Kommandant oder eben der Coach, der ist verantwortlich für das Team, mal was Administrative und auch die Kommunikation gegen innen und außen ist. Ich tue stellvertretend für eigentlich die Leute, die am Boden sind, tue ich ihnen Feedback geben, wie das platziert ist für die Leute, wie wirkt das am Boden. Man sieht das aus der Luft meistens nicht unbedingt, man kann es schwer beurteilen. Und diesen Feedback, den muss ich ihm aufgeben oder den Jungs aufgeben. Und ja, dann schaue ich natürlich noch auf Sicherheitsvorschriften, dass die eingehalten werden. Das ist klar, wir müssen dort die Abstände zu den Leuten oder die Höhen und so weiter, das auch überwachen. Und da gebe ich ihnen nachher dann Feedback. Wenn wir jeden Flug ja besprechen und mit Video besprechen, kommen sie dann eigentlich das Feedback von mir. Wir haben ein ganz cooles Bildmaterial bekommen. Herzlichen Dank für das. Ich bin die letzten paar Tage einfach vor dem Computer gucken und dachte, wow, so cool, was nehmen wir alles rein? Und machen da so eine kleine Reise, dürfen ein bisschen Backstage schauen, wie das so ist, wenn ihr arbeitet. Und das Erste, was kommt, ist der Start. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht bei der Patrouille Suisse. Das ist mega eindrücklich, was passiert beim Start. Ich kenne es jetzt nur, wenn ich in die Ferien fliege. Und dann heisst es anschnallen und jetzt geht es dann los. Ja, das kommt bei uns ein bisschen vorher. Jetzt die Bilder, die wir gesehen haben, sind wir schon auf der Piste gestanden. Und wie man in den Aufnahmen gesehen hat, wir sind zu dritt, also mehrere Flugzeuge auf der Piste. Und das Wichtigste dort ist eigentlich, dass man alles zur gleichen Zeit macht. Darum hört man auch mich am Funk immer schwätzen. Ich tue eigentlich meinen Start, das, was ich mache, also wenn ich eine Leistung gebe, oder Bremsen loslasse oder alles, was ich mache, tue ich am Funk sagen oder eben mit so einem Kopfnicken anzeigen. Das ist, also, du schaust auch immer zu den anderen. Das heisst, ihr seht euch, ihr habt wirklich Blickkontakt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, vor allem bevor wir starten, schaue ich hinterher und bekomme ein Zeichen von diesen zwei Piloten, die links und rechts von mir sind, dass bei ihrer Maschine alles parat ist für den Start. Und sobald ich das habe, habe ich auch links und rechts zwei Spiegel, wo ich immer sehe, ob sie mitkommen beim Start. Also ich gebe ja relativ viel Leistung, der Nachbrenner läuft dort auch. Was haben wir da? Ja, wir haben das. Wir starten mit, was sind das, fast 300 Stundenkilometer, 270 vielleicht. Was? Und bis wir das erreicht haben, geht das, weiß ich gar nicht, 10, 15 Sekunden, irgend so etwas. Also ja. Es läuft eigentlich wirklich speditiv ab. Und dass man weiss, dass die Leute eben noch mitkommen, habe ich die zwei Spiegel und kann immer ein bisschen hinterher schielen und schauen, dass die auch mitmachen. Und wenn sie nicht nachkommen, ist es wie wenn einer beim Auto hinter dir fährt, dann machst du ein bisschen langsamer, oder? Ja, ich habe gewisse Margen, dass ich reduzieren kann. Aber weil wir ja irgendwann wollen fliegen, kann ich nicht unendlich viel reduzieren. Also ja, gewisse Limiten, bis dorthin kann ich verzögern und nicht bremsen, aber einfach nicht ganz so schnell beschleunigen.
Und wenn das nicht langt, dann müssen sie dann nachher selber schauen, dass sie in die Luft kommen. Was ist so für dich, wenn du vorne dran bist, dann hast du ja extrem viel Verantwortung eigentlich auch ihnen gegenüber, die hinten dran sind. Ja, das kann man so sagen. Das merkt man im Flug nicht immer. Also sonst wäre es, glaube ich, nicht gut. Ich habe sehr viel Respekt vor dem, muss ich sagen. Das ist etwas Unschönes, wenn einem die Leute so viel Vertrauen schenken, sage ich mal, dass sie eben während diesen Vorführungen mir immer hinterher fliegen und eigentlich alles machen, was ich sage. Mhm. Und wirklich spüren tut man es eigentlich meistens zu Hause am Abend oder so in der ruhigen Phase. Währenddem, dass wir uns vorbereitet oder das Briefing haben oder fliegen, bleibt eigentlich relativ wenig Zeit, um jetzt über Verantwortungen oder so nachzudenken. Mhm. Das ist eben eine unglaubliche Geschwindigkeit, eine unglaubliche Leistung, wenn wir dann da in der Luft sind. Da haben wir natürlich auch noch Bilder, wie das aussieht. Und zwar nicht jetzt direkt vor der Show, sondern was passiert eigentlich so ein, zwei Minuten vor der Show? Das wollen wir uns noch anschauen. Leistung kommt, ich könnte die Decke rutschen. Da hat er einen Spot. So, oben. Sagen Sie jetzt, dann lassen wir nicht mehr dazu. Machen Sie einen Spot. Drei Stunden. Hey, danke, Tommy. Eine Minute, noch ein 180. Und dann sind wir im Mount. Dann bitte repetit 10, 11, so. Gehen wieder. Wir sind lieber ein bisschen im Delta-Babine, wir gehen für ein Schönwetterprogramm. Wir prüfen, macht's gut. Ich alles, bitte Punkt. Danke, Carla Agrera. Chami, fix 12. Reduzieren mit. Geht noch ein bisschen. Jetzt geht's abfangen. Fix 10. Also ich sehe, eure Augen, die leuchten. Also auch wenn ihr jetzt so die Bilder anschaut, wie fühlt sich das für euch an? Also es ist, ich möchte vielleicht noch ergänzen, es ist für uns ja ein Highlight eigentlich auch, aber auch für die Leute am Boden. Ich meine, wir machen ja Emotionen, wir produzieren Emotionen mit diesen schnellen Flügern, die auch ein bisschen krachen. Ich tausig. Viel, tausig. Genau, bis zu 1000. Ich habe viel Feedback gehabt, jetzt auch am Lauberhorn, wenn man so durch die Leute nachher läuft und so, dann haben die Leute einfach so Freude und die strahlen ja. Eben auch so. Und in den Augen, man sieht es gerade. Und viele Frauen übrigens, die sagen, sie haben wirklich Hühnerhaut und sie haben zum Teil Tränen gehabt in den Augen, wo man das erste Mal so kommt und mit der Swiss zusammen. Also eben die Swissness quasi an den Himmel zeichnet, mit dieser Kulisse, mit Rot-Weiss, Schweizer Kreuz, kommen ein bisschen Heimgefühl auf, Nationalstolz und so. Und das ist eben schon etwas, was ich dann darf erleben am Boden. Ihr habt das nicht so, ich kann ihnen höchstens feedbacken, wie es ist, rauf. Und ja, man hat es jetzt hier gesehen, wir haben uns koordiniert und fix rapportiert, dass man auf Zeit nachher die Musik auch laufen. Wir fangen mit den Nationalhymnen an. Und die läuft dann etwa 30 Sekunden, und dann geht es ein bisschen powervolle Musik rein. Und das müssen wir wirklich eng koordinieren. Dann. Du hast, Gunnar, noch so ein Kniebrettchen mitgenommen, das wir vielleicht mal schnell zeigen können. Das hast du während dem Fliegen. Habe ich das angeschnallt? Ja, meine Knie. Und zwar funktioniert das so, dass ich auf der einen Seite zum Notizen nehme. Da hat es eigentlich nicht viel drauf, wo man muss sehen, aber auf der anderen Seite. Auf dem Kniebrettchen habe ich eigentlich das, was wichtig ist. Und da habe ich einerseits Karten, dass ich weiss, wo wir durchfliegen. Du weisst, wo du bist. Genau. Mit, der Jami hat es gesagt, die Fixpunkte, die da die Zahlen bedeuten. Das ist ein Kilometer, der Abstand bis zu den Leuten. Und wir koordinieren uns eigentlich anhand von diesen Distanzen. Und das Programm haben wir auch noch dabei. Genau, das ist richtig. Das Zweite, was für mich wichtig ist, ist eigentlich unser Programm. Ich gebe zu, ich kann es auswendig. Ich hoffe, Sie nicht jedes Mal muss. Nein, ich habe es wirklich manchmal geflogen. Ich habe es aber nochmal schön ausgedruckt für das Fernsehen. Danke. Ich schreibe es mit Bleistift rein, wenn wir Änderungen haben. Sprich, der Jami, der uns am Boden eben die Sicht des Zuschauers mitteilt, das sieht manchmal anders aus, weder für uns aus der
Luft. Und da gibt es wirklich für Vorführorte, jetzt sechs Lauberhorn oder wo das wir sind, so gewisse spezifische Sachen, wo ich dann mit Kugelschreiber oder Bleistift da rein anmöhle, sodass ich mich daran erinnere, dann im Flug, wenn ich mal etwas vergesse. Das ist eben wirklich alles faszinierend. Und ich habe auch mega Freude, ihr habt da noch so Gehhosen mitgenommen und vor allem auch den Helm. Und vielleicht noch auch ein bisschen könnt mal reinschauen was ist da alles drin? Ich traue mich da jetzt nicht. Also, das Schöne an unserer Arbeit ist ja, dass wir häufig an der Sonne arbeiten. Gell, über den Wolken. Genau. Etwas vom Wichtigsten ist das Visier. Ja. Das ist relativ dunkel. Wir haben darunter, vor allem die, die nachfliegen, haben auch eine Sonnenbrille an. Ja. Weil die Sonne ist ja meistens an einem Ort, wo sie für uns eigentlich an einem unangenehmen Ort ist. Das heisst, mit dem Schnee in den Bergen und so ist es wahrscheinlich extrem hell, oder? Und der Gegenlicht, der Gegenhang, den man fast nicht sieht, gell, der eigene Ort, und ist eigentlich praktisch ein schwarzer Fleck, wenn die Sonne hinten dran ist im Süden. Ja. Das macht es schon nicht so einfach, oder? Ja, absolut. Ja. Darum ist ein guter Sonnenschutz, sage ich mal, für die Augen, ist für uns essentiell. Und nachher kommt die Sauerstoffmaske, die wir hier haben. Wir haben in jedem Jet Flugzeug von der Luftwaffe hat natürlich eine Sauerstoffanlage drin, und wir fliegen mit der Maske an, dass wir eigentlich ständig mit Sauerstoff, genügend Sauerstoff versorgt sind, und das kann man einstecken am Flugzeug. Und Funk hat es natürlich noch dran, und sonst ist es ein normaler Helm, der uns schützt, wenn irgendetwas passiert. Ja. Also vor allem, wenn es Turbulenzen hat oder so, und dass man da den Kopf nicht anschlägt, dass man merke, also ich stelle mir das einmal, ich bin einmal ein Schisshase, wenn es ums Fliegen geht. Und wenn es ein bisschen schüttelt, dann denke ich, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Das sind so die berühmten Luftlöcher, wo man so sagt, genau, was man gibt. Oder? Das sind ja auf- und abwind. Und die kommen in einer schnelleren Reihenfolge oder in einer langsameren. Genau. Aber ich glaube auch, ich habe das ja, sage ich, bin auch ein paar Jahre mitgeflogen, er befiehlt dann, der Leader befiehlt dann auch mehr Distanz, weil wir probieren immer einen Sicherheitsmarsch einzuhalten zu den Flügern. Also wir gehen eigentlich nicht unter 3 Meter Distanz. Aber wie ist das, wenn es bei euch schüttelt? Also es schüttelt eben überall dann. Aber es ist eklig, oder? Es ist eklig, vor allem wenn es noch schlägt, fest und so, dann müssen wir einfach mehr Abstand nehmen. Und nehmen wir einen Meter. Wir sehen viel, dann nehmen wir einen Meter mehr. Und dann sieht es dann fast gleich aus eigentlich, vom Boden. Hat man da nicht, also gut, ich habe dann einfach immer Angst und denke eben, oh, mag das alles tragen und so. Ihr seid so gut ausgebildet, dass das wissen, oder? Also man darf sicher auch sagen, dass wir so Formationen nicht gerade ab dem ersten Tag machen. Wir trainieren das relativ intensiv. Und gerade jetzt im April fängt dann der nächste Trainingskurs an, wo das neue Team dann wieder die neue Vorführung einstudieren tut. Und dort fängt man eben an, indem man viel mehr Abstand hat. Also da hat es zum Teil fast doppelt so viel Distanz zwischen den Flugzeugen. Was heisst das? Wie nah fliegen die? Also, wenn wir jetzt die Sechsten sind im vollen Verband, dann sind es etwa 5 Meter Abstand. Und wenn es weniger Flüger sind, 2 bis 4, dann haben wir etwa 3 Meter Abstand. Weniger ist es sicher nicht. Vor allem gerade in den Bergen, wo es hier und da mal Turbulenzen geben kann, gehen wir nicht unter die Abstände. Und in der Ausbildung, was bedeutet das, wenn man dort mit einem grösseren Abstand anfängt? Also ja, auch wir bauen das gewisse Vertrauen auf, sage ich mal. Und dann fängt man eben an mit vielleicht, man könnte 10 Meter sein am Anfang, vielleicht dann 7 Meter, aber auch nach Gefühl. Es muss allen wohl sein, währenddem, dass man die Vorführung fliegt. Und wenn man dann mit der Zeit sieht, dass es all die Wechsel, dass das funktioniert, wie dass der Leader sein Programm vorausfliegt, dass das alles verhebt, dann kann man nach und nach die Distanz kleiner machen, bis sie dann eben am Schluss zwischen diesen 3 und 5 Meter ist. Und dann weiß man auch, wie es reagiert, wenn eben mal Böen kommen. Das hat man in dieser Phase von dem Trainingskurs erlebt, und dann kann man das doch gut einschätzen. Okay. Ihr seid ja eigentlich wirklich ein PR-Instrument vom Militär. Und ihr seid ja auch darauf angewiesen, dass es immer wieder junge Menschen gibt, die sich für das interessieren. Da gibt es Sphere, heisst das, glaube ich. Das ist so eine Ausbildungs... wie sagt man dem genau? Ja, Ausbildungsschmiede. Ja, quasi, okay. Die Umschmiede. Und früher hat das fliegerische Vorschule geheissen. Das heisst, wenn man gerne möchte zu den Patrouille Suisse, dann geht man dort durch. Oder wie ist denn der Weg?
Ja, also man kann sich zwischen 17 und 23 kann man sich anmelden. Und es ist eigentlich so, dass das FAIR nicht nur die Leute rekrutiert für das Militär, oder es ist auch für die zivile Luftfahrt und wird auch vom Bund unterstützt. Also das heisst, die Jungen gehen dort durch, man macht dort die Kurse, dass man schon relativ früh kann anfangen kann, fliegen, eigentlich bevor man Auto fahren kann. Mhm. Und wird dann dort so selektioniert, dass man schlussendlich dann auch zu uns kann kommen. Also alle Militärpiloten gehen eigentlich dort durch und fangen nachher die Ausbildung bei uns an. Das ist ein sehr wichtiges Gefäß, um einsteigen in die ganze Aviatik. Okay, wir wollen uns noch ein paar Bilder anschauen. Wir haben noch etwas zu der Show. Ja, Film ab. Da haben wir noch etwas vorbereitet, wie es dann aussieht, direkt eben während der Show im Cockpit. Könnt ihr vielleicht auch selber erzählen, wo ist das? Was passiert jetzt hier gerade? Ja, das ist in der Vorbereitung zum Schluss. Eigentlich das Ende unserer Vorführung. Und man sieht hier sehr gut, dass wir eben nur mit visuellen Referenzen draussen arbeiten. Also, ich habe das Privileg, zum Beruf auszuüben, wo man immer zum Fenster ausschauen muss. Und dann in dieser Kulisse ist das natürlich wahnsinnig schön. Und ich teile hier ein für das Schlussgrand. Man sieht hinter mir die anderen Piloten, die in der Formation Delta mir hinterher fliegen. Jetzt nimmt die Geschwindigkeit langsam zu. Wir bereiten uns vor für das Schlussgrande am Lauberhorn-Rennen. Jetzt haben wir rund 800 Stundenkilometer und sind schon richtig laut. Jetzt kommt dann der Befehl für das Schlussgrande. Rauch läuft schon und jetzt fährt es auseinander. Jetzt redet der Jami und gibt uns Kommando für den Flare-Ausstoss. Das ist jetzt der Fall, wo man eben die Leuchtböllen, sage ich mal, sieht am Himmel. Wenn die rauskommen, das Kommando gibt der Kommandant am Boden, weil er sieht, wie es aussieht für den Zuschauer. Und wie weißt du, was oben und unten ist? Also eben, du kehrst dich da in der Luft hin und her. Wie behaltest du da die Orientierung? Das macht man einfach. Das ist noch schwierig zu erklären. Du bist wie eine Katze, geht immer auf die Füße. Ja, natürlich das. Ich meine, wir kommen ja aus der Pilotenschule, oder, wo man schon Akrobatik fliegt. Und man lernt das auch übrigens auch den Verbandsflug, den wir jetzt vorher angesprochen haben. Wir lernen das schon früh. Das kann jeder Militärpilot. Wir müssen einfach unsere Sachen, wenn man jetzt da sieht, wie, das ist sogar ein bisschen verzogen, wir sind eigentlich näher, wie das jetzt das wirkt da im Bild. Das ist einfach spezifisch, wie Patrosis dann fliegt und die Walze fliegt und so weiter. Das muss man dann noch feilen und daran arbeiten, oder? Aber prinzipiell vom Aufbau her und so können wir. Also das kann jeder Militärpilot, ist fähig, das zu fliegen. Und der Rauch hinten dran ist ja auch gehört zu der Patrouille-Suisse, oder? Ja, der hat natürlich einen Show-Effekt, sage ich mal. Das ist sicher hilfreich, wenn man die Vorführung kreieren tut. Es hat aber für uns auch sehr einen wichtigen Sicherheitsaspekt. Und zwar, wenn die Solisten sich abtrennen vom Hauptverband, dann müssen wir koordinieren, dass immer nacheinander der Hauptverband und die Solisten vor den Leuten sind. Er wäre jetzt gerade live vor genau, das sieht man gerade im Bild jetzt, da, wo der Solist bist. Also das ist jetzt wirklich gerade ein Tausiger, etwa, gell? Genau. Den man da hat. Streckenrekord auf dem Lauberhorn. Über den Hundschopf hinein. Solist. Und er hat da immer Rauch. Und der Grund ist, dass der Hauptverband eben den Solist sieht. Weil ein rot-weißer Flüger in verschneiten Bergen ist auch nicht immer so einfach zu sehen. Mhm. Und das ist für uns wichtig, dass wir einander eben finden in dieser Vorführung, dass wir Rauch haben. Ja, und das ist eben, es geht einmal so schnell. Also man hört es und dann macht es okay, ich glaube, das sind es jetzt gewesen. Du hast noch die Gehhosen mitgenommen. Das sind Gehhosen, gell? Habe ich richtig gesagt das mal. Ihr habt extreme Kräfte, die auf euch wirken, wenn ihr eben in so eine Rolle reingeht. Wie haltet ihr das aus? Zum einen eben mit diesen Hosen. Ja, also ich sag mal, das Problem, das ein Pilot hat, wenn er unter G-Beschleunigung ist, das muss man sich vorstellen, wenn man eine enge Kurve fliegt, dann wirkt eben das Vielfache von der Erdanziehungskraft auf den Körper. Und am Stuhl, wo man drauf sitzt im Flieger, ist das eigentlich egal, wenn ich nachher sechsmal so schwer bin, aber das Blut, das im Körper zirkuliert, das möchte dann eben, jetzt zum Beispiel bei sechsfacher Beschleunigung, möchte sechsmal lieber zu den Zehen
runterfliessen, als im Kopf oben bleiben. Und als Pilot willst du natürlich so viel Blut wie möglich im Kopf haben, dass du eben klar kannst denken, gut siehst. Und da muss man dagegen arbeiten. Und die Gehhose haben wir an, wo es hilft, um die Muskulatur anspannen, dass eben das Blut nicht in die Beine und in die Füße absackt, sage ich mal. Und da muss man dagegen arbeiten. Die Gehhose blasen sich auf im Flieger mit Druckluft und helfen eigentlich nachher beim Anspannen der Muskulatur des Pilot, dass wir kein Blackout haben, ja, im schlimmsten Fall. Okay, cool. Herzlichen Dank. Alles Gute weiterhin bei eurem weiteren Weg auf jeden Fall. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Herzlichen Dank für die Bilder. Damit ihr fit bleibt, haben wir noch einen Nöpfel für euch bereit vom Schweizer Obstverband, den ihr noch mitnehmen dürft. Danke, dass ihr da seid. Mega, mega spannend. Danke. Und ich nehme an, Ihnen die Heine hat es gefallen. Und jetzt können Sie das Maul wieder zumachen vor Staunen. Und bis zum nächsten Mal. Hotel Banana City Winterthur. Für einen guten Start in den Tag. Täglich mit einem feinen Morgenbuffet und einem Brunch am Sonntag.